Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren One Pack per Day. Ich bin immer noch am gleichen Tag und habe es geschafft, 2,5 Stunden zu schlafen, nachdem ich 31 Stunden wach war. Ja! Oh Gott. Ohne Witz, ne? Ihr kennt doch bestimmt für Sodamax einen Sirup. Und den gibt's für Cola und ähnliches. Und es gibt einen für Energy. Da ist richtig übelst viel Koffein und Zucker drin. Trinkt davon nicht mehr als 1 Liter. Wirklich nicht. Bitte nicht. Ihr werdet bescheuert. Also ich trinke sehr viele Monster, wenn ich will, ne? Aber das ist ja mal gar nichts. Egal. Los geht's. One Pack per Day. Yay, Tavern Brawl war heute. Und ich möchte bitte endlich eine Legendary. Nein, das sind wieder 4 Kamels und eine Rare. Und die Positionen sind die gleichen wie beim letzten Mal. Lightning Bolt. Wie ich bereits sagte, viele Leute spielen ihn zweimal anstatt einem Crackle. Also eine sehr nette Schamankarte. Allerdings halt nicht so sehr mein Fall, ich spiele über Crackle. Es gibt auch Leute, die spielen einfach beides, die spielen nur ein Lightning Bolt und zweimal Crackle. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber keinesfalls eine Karte, die ich dissen würde. Unbound Elemental synergiert sehr gut mit Lightning Bolt, weil es Overload hat. Overload, warum Overload? Weil jedes Mal, wenn er eine Karte mit Overload spielt, kriegt der Unbound, wenn er draußen ist, 1-1. Sehr starke Karte in einem Overload-Schaman und macht auch sehr viel Spaß. Harvest Golem, eine sehr, sehr starke Grundkarte. Warum Grundkarte? Sie wird vereinzelt noch in Mech-Decks gespielt, aber auch eher seltener. Aber wenn man halt noch nicht viel hat, ist der Harvest Golem zum Beispiel zusammen mit dem Acolyte und ähnlichem eine saustarke Common-Karte. Sie kostet halt nur 40 Staub. Oder eben, man zieht sie halt und sie wäre eigentlich nur 5 Staub wert, aber sie ist so stark spielbar, wenn man halt noch keine Karten hat. Also Harvest Golem ist wirklich sehr stark, weil der Death Rattle Effekt halt einen 2-1er beschwört, während das ein 2-3er ist. Und das geht dann eigentlich schon klar. Naturalize. Oh mein Gott, jetzt geht's aber los bei mir. Ja, eine sehr starke Mildruinenkarte, weil man den Gegner ja overdrawn lassen will und da kommt die Karte einem ganz recht, ansonsten wird sie aber eigentlich nicht gespielt. Und unsere Rare ist diesmal keine Golden Rare, sondern eine Zur Drake. Wow, dieses Deck hier, also dieses Pack, was wir hier haben. Ein Basic-Spieler würde sich darüber richtig freuen. Ich wüsste jetzt, dass ich Schamanen erstellen würde. Wenn ich keine Karten hätte, und das wäre mein erstes Pack, ich würde Schamanen erstellen. Einfach die 4 Karten reinklatschen, dann hat man schon mal eine nette Basis, einfach dadurch, dass man ein Pack bekommt. Und der Zur Drake ist so universell einsetzbar. Durch den Card-Draw, den er durch den Battlecry hat und dem Spell-Damage, das Ganze für... in Anführungsstrichen nur 5 Mana mit 4-4. Es ist wirklich eine sehr starke elementare Karte und sie hat sich so stark in die Meta gebrannt. Das ist schon richtig übel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen an dem heutigen Tag. Oh mein Gott, das hätte ich beide schon wieder verkackt. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao.